Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. Mit mir. Mehr oder weniger. Dieses Mal müssen wir das Flugzeug starten. Dann mal los. Mal schauen, ob das geht. Ja, moin. Was das? Okay, ich würde euch jetzt mal wieder alleine lassen. Schauen wir uns gemeinsam die Filmsequenz an. Der 93. veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist. Mir egal, was er gemacht hat. Wade ist abgehauen in Hamburg. Ich traue ihm nicht. Ich weiß. Aber wir sind hier nicht wegen ihm. Wir sind hier, weil die Krautfresser denken, sie könnten das beste Team knacken, das ich je gekannt habe. Also, was wir brauchen, ist ein Fluchtplan. Wir sind umzingelt von Nazis und wie es aussieht, erreichen wir nicht einmal lebend die Tür. Vielleicht doch. Ich habe eine Idee. Wir würden eine Show für Richter veranstalten. Es war riskant, aber wir waren zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben, an die Akten zu gelangen. Paulina, als Nächste, verschaffte uns Zeit. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein. Bitte. Bitte. Genau so habe ich mir dein seltsames kleines Büro vorgestellt. Also, was genau hat dein Team denn vor? Lady Nachtigall. Stalingrad. Die Stadt, die den Ostmarsch der Nazis stoppte. Wäre die Stadt gefallen, wäre Russland zerbröckelt. Die Deutschen unterschätzten Russlands Überlebenswillen. Sie unterschätzten die Stadt und ihre Verteidiger. Die Bevölkerung sah in Paulina ein Symbol der Hoffnung. Doch sie wollte keine Heldin sein. Sie wollte nur Rache. Die Arroganz des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen, was der große Napoleon nicht konnte. Wenn sie es nicht mit jemand so Unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten. Da. Wir haben gehört, Steiner soll im Handelsbezirk rumlungern. Macht Sinn. Er ist nie weit vom Gemetzel. Svolatsch. Los jetzt. Warte. Wir sehen nach, wer es ist. Dann können wir es der Familie sagen. Tja. Das war ein Scharfschütze. Präzise. Glaubst du, er ist noch... Könnte sein. Gut. Da drüben ist mehr Deckung. Komm schon.
So, da bin ich wieder. Mal schauen, ob wir den Scharfschützen entdecken. Also, wie willst du Steiner töten, Lady Nachtigall? Du sollst mich doch nicht so nennen. Der Name gibt den Überlebenden Hoffnung, Polina. Hoffnung gewinnt keine Kriege. Schweine. An die Anhänger von Lady Nachtigall. Jeder, der dieser Verbrecherin Unterschlupf gewährt, muss mit seinem Leben zahlen. Suki. Meinst du, der Scharfschütze ist einer von Steiners Todesjägern? Wir sollten vorsichtiger sein. Polina, hörst du das? Sieh durch. Dachte eigentlich, ich kann mal mit dem Sniper hier rumhantieren, aber nö. Steiner. Wo fährt der hin? Er fährt in Richtung Handelsbezirk. Du könntest wegen der Todesjäger recht haben, Mischa. Gehen wir, bevor wir ihn verlieren. Mischa, pass auf! Sestra, das ist unsere Chance! Zieh das Feuer mit meinem Messer auf dich! Bitte was? Vertrau mir einfach! Ich lege ihn ab! Das wird Daniel. Ich brauche Hilfe! Er sieht ein Zielfernrohr funkeln, Polina! Bereit zum Halte Schießen! Funken. Die Rückendeckung! Hab sie erledigt! Weiter! Bereit, wenn du bereit. Es bist! Gib dir Deckung! Steh auf, Mischa! Wir müssen weiter! Schort! Jetzt, Mischa! Bewegung, da war's! Runter! Svalitsch! Ich brauche dich! Sag mir wann! Scharfschützen ausgeschaltet! Vorsicht! Ein Hund! Da kommen Soldaten! Zurück! Feindliche Infanterie! Bewegung! Bewegung! Schnurz! Er wird gefangen! Aufbrechen! Wir wollen ausbrechen!
habe eine Lücke entdeckt. Ich rücke vor. Da kommen noch mehr. Ich habe eine Lücke entdeckt. Ich rücke vor. Da kommen noch mehr. Ich brauche Hilfe. Bereit, wenn du es bist. In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschützin. Heilige Scheiße, Polina! Todesjäger! Ist das Arschloch endlich tot? Ich denke schon. Sie sind zäher, als ich dachte. Du musstest ja nicht gegen ihn kämpfen. Ich hab geholfen. Du hast ihn! Auf geht's. Klettern wir ein bisschen. Okay. Wir sollten erstmal sicher sein. Zwei Todesjäger. Er muss Angst vor dir haben. Das heißt, wir sind nah dran. Bleiben wir in Bewegung. Da, Steiners Fahrzeug. Ich kann ihn da drin nicht erschießen. Gehen wir näher ran. Keinerlei Munition hier? Scheiße. Ich kann es kaum erwarten, Steiner eine Kugel zu verpassen. Warte, das ist nicht gut, Polina. Wir können von hier nichts tun. Das sind zu viele, sie selbst. Scheiße. Oh mein Gott. Steiner. Seite. Bastard.
Nein. Vielleicht Steiners Vorgesetzter. Scharfschütze, runter! Alles okay? Mischa! Es ist nicht so schlimm. Halt still, lass mich das ansehen. Das ist nicht gut. Nicht wirklich. Wir haben dir keine Zeit, Sestrinka. Hörst du? Ich bring dich in Sicherheit, um dich zu versorgen. Du wirst hier nicht sterben. Hoch mit dir. Komm, ich bringe dich ins Postamt. Dort sind wir sicher. Versuch durchzuatmen. Halt dich an mir fest! Sie kommen näher! Wir sind fast da! Hörtet sie! Schnell! Scheiße! Das schaffen wir nicht! Halt die Klappe! Ich hab dich! Okay, da war ein Loch. Mischa! Polina, Polina! Lass dich. Rette lieber Steinkart. Dieses Messer bringt uns auch nicht hier raus. Wir müssen... Bitte, uns alle. Nein, du stehst unter Schock. Komm jetzt, wir müssen weiter... Polina, geh! Nein! Du deckst den Eingang. Ich gehe raus und flankiere sie. Keine Zeit. Los geht's. Geh. Ich halte sie auf. Radischka. Sie ist Trinker. Geh. Leider war das damals so. Geh. Mal gucken, wo wir rauskommen. Irgendwo Waffen, damit ich wenigstens etwas habe zum mich wehren, oder? Ist jetzt eine Waffe? Hallo. Lady Nachtigall. Ich weiß, dass Steiner. Bastard. Dieses Mal entkommst du mir nicht, kleiner Vogel. Ich schieße euch die Kehle ab.
Leise, aber gut gefährlich, extrem gefährlich. Warte nur auf den nächsten
Gold. Beziehungsweise jetzt. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Bis zum nächsten Mal.